Yo, was geht ab, meine Freunde? Scheint 12 Uhr am Start mit einem neuen Video. Und diesmal ein für mich ganz besonderes Video. Und zwar habe ich eine Graffiti-Leinwand gemalt für... Einfach Peter. Er ist ein YouTuber und ich finde seine Sachen ziemlich cool. Seine Videos unterhalten mich und deswegen habe ich mir gedacht, hey, male ich ihn doch einfach mal eine Leinwand. Wer ihn also noch nicht kennt, checkt mal seinen Kanal ab, der ist hier oben rechts verlinkt. Und ich dachte mir, wenn ich ihm schon eine Leinwand male, kann ich ihm diese Leinwand doch auch schenken. Bei mir zu Hause würde sie doch eh nur rumliegen. Versteht mich in diesem Video nicht falsch, Leute. Ich sag selbst, dass ich nicht gut bin. Ich sag selbst, dass ich noch ein Anfänger bin, noch vieles zu lernen habe. Das soll also nicht so rüberkommen, als ob ich hier tue, als ob ich der krasseste Maler wäre. Das seht ihr im Endeffekt selbst. Ich bin selbst noch am Anfang. Aber ich habe Spaß am Malen und möchte genau das verbreiten. Ich möchte einfach Leute, die am Anfang stehen, Tipps und Tricks geben. Und sie motivieren, einfach nicht aufzugeben und an ihren Träumen zu arbeiten. Denn ich weiß noch ganz genau, wie es bei mir damals war. Als ich angefangen habe zu malen, hatte ich ein, zwei Kollegen, die auch gemalt haben. Aber irgendwann haben diese aufgehört und dann habe ich auch erstmal aufgehört, Graffiti zu malen. Irgendwann aber habe ich mich dann doch motiviert bekommen, weiterzumachen, weil ich doch Graffiti so cool fand. Aber nun stand ich alleine da. Und somit habe ich viel, viel länger gebraucht, um mir wenigstens ein paar Sachen beibringen zu können. Und genau das möchte ich ändern. Ihr findet hier echt eine coole Community. Großes Lob an jeden einzelnen Zuschauer von mir. Ihr seid echt eine Hammer-Community. Mit der kann man sich gut unterhalten und austauschen, sowie viele neue Sachen lernen. Auch ich lerne jedes Mal neue Sachen dazu von meinen Abonnenten und Zuschauern. Und deswegen immer großen Respekt an euch, meine Freunde. Wichtig ist, dass ihr einfach nicht zu früh aufgibt. Viele Menschen, die gerade mit Graffiti anfangen, stecken einfach viel zu früh den Kopf in den Sand. Graffiti ist etwas, was man langfristig sehen soll, denn man braucht einfach seine Zeit, um seinen eigenen Style zu entwickeln. Es kann einfach Monate oder Jahre dauern. Und die ersten Bilder können wirklich fürchterlich sein. Ich kenne das Ganze selbst von mir. Es gibt heute noch viele Bilder, wo ich sage, ach du Scheiße, das hast du echt gemacht? Die will ich am liebsten niemandem zeigen, aber das gehört mit dazu. Jeder hat in seinem Leben Ups und Downs. Ihr malt Bilder, die sehen nicht gut aus, und das zweite, was nicht gut aussieht, das dritte. Aber hey, vielleicht sieht das vierte dann umso besser aus, Leute. Das heißt, gebt nicht zu früh auf, kämpft für eure Ziele und never, never give up on your dreams, sage ich immer so schön. Graffiti ist eine Sache, die man langfristig sehen sollte. Verliert also niemals den Spaß und lasst euch nicht von anderen Leuten unterkriegen. Es gibt oftmals Leute, die das schlecht reden wollen und sagen, ihr könnt das nicht. Hört nicht auf diese Leute, arbeitet euch an euch, arbeitet an euren Style und habt Spaß dabei. Von mir gehen auch schöne Grüße raus an einfach Peter sowie an jeden einzelnen meiner Abonnenten und Zuschauer. Danke und ich sag, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Wahr ist nun letzten Endes endlich bunt. Die Farben zaubern dir nach langem ein Lächeln auf den Mund. Wir holen uns die Farben zurück, scheiß auf Grau, Welt und Angst, wir erwarten nur Glück. Gemeinsam fangen wir an, was zu ändern. Macht alle mit und verändert die Welt, Mann. Wir holen uns die Farben zurück, scheiß auf Grau, Welt und Angst, wir erwarten nur Glück. Gemeinsam fangen wir an, was zu ändern. Macht alle mit und verändert die Welt, Mann.